In der heutigen Musikproduktion ist es durchaus üblich, Gitarrenspuren zwei- oder sogar dreimal aufzunehmen. Da kann es beim Abmischen zu einer echten Herausforderung werden, aus diesen vielen einzelnen aufgenommenen Gitarrenspuren einen klaren, druckvollen und definierten Gitarrensound rauszubekommen. Und oftmals hast du am Ende anstatt der gewünschten Gitarrenwand dann eher eine undefinierbare Gitarrenmatschepatsche. Deswegen gebe ich dir heute zwei Tipps, wie du trotz vieler aufgenommener Gitarrenspuren einen klaren und definierten Gitarrensound bekommen kannst. Geht los. Hören wir mal rein. Wir haben hier also eine Stelle, die nennt sich Gitarrensolo. Und was auffällt, ist, dass der Sound nicht so ganz spannend klingt hier bei der Sache, obwohl drei Gitarren dieses Gitarrensolo spielen. Das heißt, alle Gitarren spielen das gleiche und die Solo-Gitarre spielt, oder diejenige, die sich Solo-Gitarre nennt, spielt das gleiche nochmal oben drüber. Ich schalte jetzt mal alle einfach nacheinander zu, hier Solo, die dieses Thema hier spielen. Was sofort auffällt, ist, dass die Gitarren relativ ähnlich klingen vom Sound her. Und das ist immer nicht so gut, weil es dann so ein bisschen flat klingt. Also es klingt so ein bisschen flach, der Sound, es klingt undefiniert. Es kann zum Teil auch zu Phasenproblemen führen. Aber insgesamt ist es eher so, dass die Gitarren einfach sehr ähnlich klingen, obwohl es hier, ja, einmal ist es eine Tele und einmal ist es eine Telecaster, also ich bin kein Gitarrist, und einmal ist es eine Strat. Und obwohl es zwei verschiedene Gitarren sind, unterschiedliche Gitarren sind, ist der Sound doch relativ ähnlich. Und da greifen wir jetzt ein bisschen ein, um den Sound insgesamt ein bisschen spannender zu machen, wenn die zusammenspielen und den Sound ein bisschen definierter zu machen für jede einzelne Gitarre. Und die Möglichkeit 1 hierbei wäre, wenn wir einfach für jede Gitarre eine unterschiedliche EQ-Bearbeitung machen. Das nennt man auch komplementäre EQ-Bearbeitung. Ich, im Groben übersetzt, würde das einfach bedeuten, ich versuche bei der einen Gitarre Frequenzen anzuheben, die ich dann bei der anderen absenke und versuche dann somit den Sound ein bisschen unterschiedlicher zu machen. Das probiere ich jetzt hier bei der Tele zunächst mal hier und dann probieren wir es bei der Strat. Ich mache das jetzt relativ schnell und nicht so ganz genau. Na, hör mal hier. So. Ja, ich habe es nicht genau gemacht, aber jetzt versuche ich mal relativ genau das, was ich hier angehoben habe, einfach hier abzusenken. Bei der anderen Gitarre. 200. Okay, also habe ich jetzt nicht genau gemacht. Aber ich schalte jetzt mal, ich habe jetzt also hier 200 angehoben, hier abgesenkt, hier habe ich 500 abgesenkt, um die 500, während ich hier nichts abgesenkt habe, dann habe ich hier um die 2000er angehoben und da habe ich um die 2000 abgesenkt. Hier habe ich im R-Bereich, im Höhenbereich nichts angehoben, dafür habe ich hier angehoben. Jetzt schalte ich mal die Equalizer-Bearbeitung zu, während die beide spielen. Also jetzt ist sie ausgeschaltet und dann schalten wir sie zu. Es ist nicht perfekt, aber der Sound ist jetzt schon wesentlich besser und den Gitarrensound kannst du wesentlich besser voneinander unterscheiden. Das wäre also Möglichkeit 1 über die EQ-Bearbeitung. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit und die geht teilweise fast noch schneller. Es kommt immer zwar auf die Situation an, aber die habe ich von einem Gitarrist gelernt und das ist der Einsatz eines Fass-Effekts bzw. eines Fass-Pedals. Ich nehme mir jetzt einfach mal ein Fass-Pedal her. Wir schnappen uns mal dieses hier. Fuzz ist ein Gitarreneffekt, es ist ein Verzerrereffekt oder Distortion-Effekt für Gitarren mit einem relativ hohen Verzerrungsgrad. Also es gibt zum Beispiel auch den Effekt Overdrive, der hat nicht so einen hohen Verzerrungsgrad, ganz normale Distortion. Und eben jetzt auch hier dieser Fuzz, das ist
wie gesagt, ein Distortion-Pedal mit hohem Verzerrungsgrad, das wirst du gleich hören. Man spricht hier auch von Kreissägen-Sound oder sowas in die Richtung, wird auch oft gesprochen. Also ich versuche jetzt diese Solo-Gitarre wirklich ein bisschen krasser hier rauszuarbeiten vom Sound her, damit die sich noch besser von den beiden anderen absetzt. Ja, zunächst mal hören wir sie solo an und dann schalte ich dieses Fass hier zu, diesen Fassverzerrer. Du hörst also, dass dieser Verzerrereffekt hier schon ziemlich krass den Sound jetzt hier beeinflusst von der Gitarre. Das klingt jetzt fast ein bisschen arg, es klingt schon ein bisschen nach Kreissäge, aber im Verbund mit den beiden anderen Gitarren, wie gesagt, es kommt immer auf die Situation, im Verbund mit den beiden anderen Gitarren klingt das jetzt richtig gut. Das heißt, wir schalten das Fass erstmal aus und dann zu, wenn diese drei Gitarren spielen. Somit klingt die ganze Sache schon viel besser und viel definierter und ich finde, jetzt kann sich das auch eher Gitarren-Solo nennen hier bei der Gitarre. Du kannst diesen Fuzz-Effekt übrigens nicht nur, obwohl es ein Gitarrenpedal jetzt in dem Fall ist, nicht nur auf Gitarren einsetzen, sondern auch auf andere Sachen, um andere zu clean oder zu brave Signale ein bisschen krasser zu machen. Und da hören wir jetzt einfach mal hier in dieses Beispiel rein. Das waren diese Haze, glaube ich, genau. So Backing-Vocals hier. Wir hören mal dieses Hey, schöne Delay-Fahne, wir hören mal dieses Hey jetzt an und was ich hier hatte, waren eigentlich nur zwei Spuren. Wo sind die? Die sind hier. Ja, ich hatte eigentlich nur zwei Spuren, das hier sind die Originalspuren und die klingen so. Hey! Hey! Ja, das klingt ein bisschen brav hier und das ist eigentlich dieses Call-and-Response-Spiel, dieses Frage-Antwort-Spiel, das auch so ein bisschen aus dem Gospel kommt. Und wenn die hier so hey schreien, diese Background-Sänger, dann klingt das zu brav. Und deswegen habe ich auch einfach hier, das ist jetzt Monster-Fass, das ist einfach ein anderes Wah-Pedal mal zum Spaß eingesetzt. Und habe das hier auf die, habe die Spur hier kopiert, dieses Hey. Und habe dann hier auf diese beiden Kopien dieses Fass-Wah eingesetzt und dann klingt das so. Wesentlich verzerrter und wesentlich aggressiver. Und wenn ich das jetzt drunter mische hier, gebe ich es jetzt gleich mal dazu. Erst hören wir es nur clean an und dann machen wir die zwei Verzerrten mit drunter. Mache ich vielleicht mal ein bisschen lauter hier, aus Anschauungsgründen. Also da, auch da klingen die Backing-Vocals gleich wesentlich besser und wesentlich aggressiver. Das bettet sich wunderbar in den Mix ein. Also Fasspedal ist hier ein heißer Tipp. Falls du dich für Gitarreneffekte interessierst, dann schau dir doch einfach mal dieses Video an. Da erkläre ich dir den Flanger-Effekt, den du auf cleane Gitarren sehr gut einsetzen kannst und wo du sehr mystische Gitarrenwelten mit diesem Effekt machen kannst. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar oder über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!